Warum schwarze Tanzkleider für Kathleen ein Must-Have sind, verrate ich euch mit diesen drei Outfit-Tipps. Doch zuvor noch der Hinweis, in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich euch, wie Kathleen mit diesem Outfit bis zu 87% gespart hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Kathleen liebt es zu tanzen und hat mich darauf gebeten, ihr ein Outfit zu kreieren, was dieses typische Tanzoutfit ist. Nichts leichter als das. Denn hier habe ich ihr ein wunderschönes schwarzes Kleid herausgesucht von Laura Scott, was perfekt geschaffen ist zum Tanzen. Denn das Neckholder-Kleid mit diesem wunderschönen V-Ausschnitt, was euch einen so leckeren Bustierbereich zaubert, dass keiner mehr weggucken kann, ist zusätzlich in der Taille ja wunderschön drapiert und gerafft, dass sich das richtig schön rausbildet und ihr dadurch eine Figur bekommt, die ja mehr als nur sexy ist. Und der ausgestellte Rock, der jede Bewegung von euch quasi mitnimmt, unterstützt, ist perfekt geschaffen, um damit zu tanzen. Und natürlich noch zu erwähnen, der rückenfreie Ausschnitt. Denn da kann wirklich jeder Mann einfach nur noch hingucken und quasi die Augen aus dem Kopf herausfallen. Ich weiß, dieses Kleid ist relativ schlicht. Es hat zwar sehr viele Details in den Details, aber nur so, das Kleid könnte vielleicht ein bisschen zu wenig sein, denkt ihr. Da habt ihr recht. Aber die Accessoires machen sie ja erst zu dem Outfit, was es dann im Endeffekt ist. Somit kurze Geduld, denn noch der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, was das Kleid kostet, dann schaut jetzt einfach mal genau hier drauf, denn ihr werdet überrascht sein, wie günstig so ein wunderschönes Kleid sein kann. Und jetzt kommen wir zu den Ballerinas. Denn diese Ballerinas mit dem Nietenbesatz sind geschaffen für das Kleid und zum Tanzen, denn sie haben nochmal ein paar wunderschöne Riemen mit Schnalle, die ein bisschen verspielt wirkt, damit der Schuh perfekt an euren Fuß sitzt und somit auch sehr bequem ist und ihr die ganze Nacht damit durchtanzen könnt. Ich denke, hier habe ich wirklich den Schuh herausgesucht, den ihr lieben werdet. Wenn ihr mehr von diesem Schuh sehen wollt und erfahren, die ganzen Details und den Preis, dann schaut jetzt einfach mal genau hier drauf, denn ihr werdet verblüfft sein, was die Details noch ausmachen und der Preis. Jetzt kommen wir natürlich noch zu den Eyecatcher des Kleides oder zu den Outfits besser gesagt. Denn bei dieser Klatsch von Esprit ist wirklich das Funkeln vorprogrammiert, weil mit diesen Pailletten, diesen schwarzen Pailletten, was komplett um die Klatsch herumgezogen ist, funkelt ihr ein kleines bisschen dezent beim Tanzen. Also es ist nicht so, als wäre es jetzt Strasssteine und helle Pailletten, sondern es ist Ton in Ton, aber die Pailletten glitzern trotzdem ein bisschen. Und wenn ihr das beim Tanzen in der Hand mit der Klatsch vor eurem Kleid macht, habt ihr quasi nochmal den Blickfang, wo ihr auch sehr viel damit rumspielen könnt. Und nicht, dass ihr denkt, Esprit ist wahrscheinlich teuer. Nein, denn ich habe natürlich wieder ein paar wunderschöne Sales für euch rausgesucht. Schaut einfach jetzt mal drauf, ihr werdet diese Handtasche lieben. Jedenfalls, Kathleen, ist es jetzt schon ihr Lieblingsstück, weil es dieses schöne Funkeln hat, aber nicht zu sehr. Also schaut es euch einfach genauer an, dann versteht ihr, was ich meine. Und jetzt kommen wir quasi zu den I-Pünktchen des Kleids, dem Schmuck. Besser gesagt, dem Armreif. Das Armband ist komplett in Silber gehalten und ist im Detail sehr verspielt, was das ganze Kleid quasi nochmal aufwertet und komplett abrundet. Und auch wenn es Silber ist, muss es nicht teurer sein. Schaut einfach jetzt genau mal hierher. Dieses Armband werdet ihr lieben, weil es ein kleiner Allrounder ist und geschaffen ist, wenn ihr schwarze Kleider oder schwarze Outfits habt, um nochmal quasi dieses Highlight reinzusetzen. Und jetzt habe ich natürlich noch diese versprochene Überraschung für euch. Denn wenn ihr, wie Kathleen, so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, habt jetzt die Möglichkeit, unten in den Kommentaren so genau wie möglich zu beschreiben, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich jetzt hier unten auf mein Logo einfach bei YouTube abonnieren, folgt mir auf Facebook, Twitter und Co. und verpasst in Zukunft keine dieser wunderschönen Outfits mehr und ganz wichtig, die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?